Oh, das schmeckt überhaupt nicht. Boah, das ist so. Boah, schmeckt mir nicht. Oh nee, das Gemüse, das ist überhaupt nicht meins. Und oh, das, auch dieser Fisch schmeckt mir überhaupt nicht. Alles total bah. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema die lieben Geschmacksnerven, Freunde. Ich bin ja selbst schon über 50 und somit kommen natürlich ganz viele Menschen zu mir, die natürlich auch schon über 40 sind, also prozentual eben hoher Anteil. Und da ist es natürlich schon so, dass diese Menschen natürlich schon ihr Leben lang ein gewisses Essverhalten haben. Oftmals natürlich sehr stark industrialisiert, sehr stark mit irgendwelchen Gewürzen versehen, mit Geschmacksstoffen versehen. Das heißt Pizza, Pasta, immer sehr lecker, immer sehr fettreich, immer sehr geschmacksreif, oftmals auch Fast Food, Süßigkeiten. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Die Geschmacksnerven, die sind natürlich ein gewisses Level an Geschmacksstoffen gewöhnt. Und jetzt kommt die Ernährungsumstellung. In der Ernährungsumstellung hat man eben mehr naturelle Dinge, das heißt ohne Geschmacksstoffe, ohne Geschmacksverstärker, kein Fastfood, weniger Süßigkeiten, fast kein Alkohol oder wenig gezielt, nur Alkohol überhaupt am Wochenende mal. Was passiert? Genau das, die meisten sagen, boah, schmeckt mir nicht. Warum schmeckt es nicht? Das ist relativ einfach. Die Geschmacksnerven haben sich über Jahre hinweg, zum Teil über Jahrzehnte hinweg, an ein gewisses Geschmacksniveau gewöhnt. Pizza hat einen gewissen Geschmack mit Salami drauf zum Beispiel, Fertigpizza, Fastfood, Schokolade, Pudding, Joghurt mit Zucker drin, mit Geschmacksverstärkern. All diese Dinge ist ein Sammelsurium an Geschmäckern und die sind natürlich sehr stark nach oben orientiert, nach süß, nach fettig, so dass es sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Warum? Weil die Industrie natürlich weiß, warum sie das tut. Und jetzt stell dir um, was passiert? Die Geschmacksnerven sind einen sehr hohen Geschmacksgrad gewöhnt, also der ist da oben. Und jetzt kommen wir runter auf die naturelle Ernährung, die sehr, sehr gesund ist. Und was passiert? Wir sagen, nee, das schmeckt nicht. Warum? Weil es hier unten ist. Und der Körper, die Geschmacksnerven und das Gehirn ist hier oben gewöhnt. Und jetzt müssen wir ein gewisses Zeitfenster akzeptieren, bis die Geschmacksnerven sich unten wieder angepasst haben. Und irgendwas seid ihr unten. Und irgendwann werden diese Dinge wieder schmecken. Der Apfel, die Banane, die Orange, das Gemüse, der Fisch, das Naturhuhn, das Naturrindfleisch, das Naturbrot, das Vollkornbrot wird auf einmal wieder schmecken. Warum? Weil die Geschmacksnerven, die hatten die Chance, sich wieder nach unten zu orientieren. Und dann akzeptieren wir auch diesen Geschmack und sagen, ja, das ist lecker. Dazu kommt noch, dass in der Ernährungsumstellung, keine Diät, Freunde, in der Ernährungsumstellung, dass da irgendwann der Punkt kommt, dass wir wieder einen ganz, ganz, ganz gesunden Hunger verspüren. Und in dem Moment, wo wir einen ganz gesunden Hunger verspüren, akzeptieren wir auch das wieder, was wir essen, was die Geschmacksnerven anbetrifft. Ihr müsst euch nur die Zeit nehmen, dass es der Körper sich anpassen kann. Wenn jemand von ganz weit oben kommt, mit sehr viel zuckerlastigen Lebensmitteln, mit sehr viel Lebensmitteln, die mit Geschmacksverstärkern versehen waren, dann dauert es eben einfach ein wesentlich länger, wie Menschen, die sich schon zum Teil gesund ernährt haben. Also, wichtiges Fazit von heute, Freunde, bringt ein wenig mehr Geduld mit. Es dauert in der Regel zwischen 3, 6 bis zu 8 Wochen, bis die Geschmacksnerven wieder orientiert sind nach unten und dann gesunde Sachen auch als wohlschmeckend akzeptieren. Ich hatte hier schon viele Kunden, die hatten kein Gemüse gegessen, keinen Salat gegessen, keinen Fisch gegessen. Nach einer gewissen Zeit von 18, 12 Wochen, 16 Wochen auf einmal, nachdem wieder ein gesunder Hunger da ist, schmecken diese Dinge wieder. Und das ist toll. Das ist schön. Weil in dem Moment seid ihr den ersten Step bei der Investition in eine gesunde Zukunft näher gekommen. Das war's schon. Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe.
Zum Thema die lieben Geschmacksnerven und die Anpassung. Macht's gut, bis bald.